Mortal Shell heißt ein neues Souls-like in Unreal Engine 4 vom Studio Cold Symmetry und damit legt sich der kleine Entwickler gleich mit den größten des Genres an. Die Parallelen zu Dark Souls liegen auf der Hand. Eine finstere Fantasy-Welt, ein stark auf Timing und Ausdauermanagement setzendes Kampfsystem und das Scheitern als ständiger Begleiter. Wir haben eine Beta-Version von Mortal Shell gespielt und erklären euch im Video, mit welchen coolen Ideen es sich ziemlich von der Souls-like-Konkurrenz unterscheidet. Yet still I seek it. You must find his name. Was Mortal Shell nämlich neu und ziemlich anders macht, sind die namensgebenden sterblichen Hüllen. Denn diesmal spielt ihr für den Verlauf des Abenteuers nicht nur einen Nahkämpfer, Magier oder Schurken, sondern gleich vier Charaktere abwechselnd. Sobald der Spieler nämlich die Überreste eines gefallenen Helden gefunden hat, kann er sich dessen Hülle anziehen und an Rastpunkten frei zwischen ihnen wechseln. Beißt man mit dem behäbigen Ritter Haros in den Katakomben auf Granit, wechselt man einfach zum flinken Schurken Teal. Und teilt der nicht genug Schaden gegen den Boss aus, probiert man es danach mit einer anderen Shell. Der Clou an der Sache: Diese Hüllen funktionieren quasi wie ein tragbares Extraleben. Denn wer einmal als Shell zu Tode kommt, fliegt in seiner Geistform aus der besagten Hülle raus und muss jetzt versuchen, schnell wieder in diese reinzuschlüpfen. Erst beim zweiten Tod ist dann endgültig Feierabend und man landet wieder am Checkpoint. Wem das alles viel zu leicht ist, der kann auch versuchen, das komplette Spiel ohne Shells durchzuspielen. Das ist dann das Äquivalent zum SL1-Run in Dark Souls, denn die Geistform des Spielers hält nur einen einzigen Treffer aus. Die Kämpfe laufen sonst in Mortal Shell ähnlich wie in anderen Souls-Likes ab. Per Tastendruck kann man auf einen einzelnen Feind aufschalten. Jeder Angriff, Ausweichschritt oder Rolle kostet Ausdauer, die sich zwar schnell wieder regeneriert, den Spieler aber handlungsunfähig macht, wenn sie gerade leer ist. Angriffsmuster erkennen, rechtzeitig ausweichen und angreifen sind also auch hier der Schlüssel zum Sieg. Statt Gegenangriffe einfach zu blocken, gibt's in Mortal Shell aber zwei Besonderheiten. Zum einen kann der Spieler mit der Harden-Fähigkeit seine Hülle für einen Moment zu einer Statue verhärten. Damit lassen sich dann nicht nur unausweichliche Angriffe blocken, sondern auch das eigene Timing korrigieren, wenn man mal zu früh die leichte oder schwere Angriffstaste gedrückt hat. Denn diese Harden-Fähigkeit kann man tatsächlich immer einsetzen, also auch mitten im Angriff oder einer Ausweichrolle. Zumindest sobald die kurze Abklingzeit nach jeder Nutzung wieder vorbei ist. Die zweite Möglichkeit, Angriffen in Mortal Shell zu begegnen, ist das Parieren mit dem verschmutzten Siegel. Für jeden Treffer am Feind sammelt der Spieler Resolve, also Entschlossenheit, in den orangenen Balken im unteren Bildschirmrand. Sobald ein Balken gefüllt ist, kann man den aufbrauchen, um einen Angriff zu parieren und den Gegner danach mit einem blitzschnellen Gegenangriff auszuschalten, ganz wie in Sekiro. Außerdem bekommt man für eine erfolgreiche Parade auch wieder Lebenspunkte zurück. Das Siegel am Gürtel leuchtet außerdem rot auf, wenn der nächste Angriff des Gegners nicht parierbar ist, weshalb man das immer im Auge behalten sollte. Aber wie funktioniert denn jetzt die Progression in Mortal Shell? Zunächst gibt's nicht wirklich Levelaufstiege wie in Dark Souls. Zwar sammelt ihr ähnlich wie Seelen auch in Mortal Shell Teer als Währung von besiegten Gegnern, damit steigert ihr aber nicht frei eure Attribute, sondern könnt beim NPC Sester Genessa eure Shells verbessern. Auch hier bleiben die Attribute fix, mit entsprechenden Materialien schaltet ihr aber bestimmte Skills und passive Boni frei. Teal erleidet dann zum Beispiel mit 20% Wahrscheinlichkeit bei Treffern keinen Lebens-, sondern nur Ausdauerschaden. Jede neue Shell bringt außerdem eine neue Waffe mit, die könnt ihr dann aber auch unabhängig von der jeweiligen Hülle mit anderen Klassen spielen. Teals Hammer und Meißel kann man also auch statt dem Breitschwert von Haros tragen. Außerdem lassen sich auch die Waffen unabhängig von den Shells mit gefundenen Gegenständen verbessern, etwa mit erhöhtem Schaden. Viele der Materialien findet man in der Spielwelt oder von erledigten Gegnern, manche Dinge verkaufen aber nur NPC-Händler. In der Demo war das Vlas,
der nicht nur Heilung und Buff-Items verkauft, sondern auch eine Katze zum Streicheln hat. My, oh my, aren't you a rare specimen? Rather dashing in that curious attire. And what of on the inside? You must be a gentleman. Certainly not one of those boorish fanatics. Welcome then. I'll warm some tea. In the meantime, why not take a look at my wares? Bessere Ausrüstung hat der Spieler auch dringend nötig. Denn wer nicht schon bei den knackigen Duellen mit Standardgegnern ins Schwitzen kommt, wird das spätestens bei den kniffligen Bosskämpfen tun. Bisher konnten wir nur das Duell gegen den versklavten Grisha ausprobieren, an dessen Angriffsmuster und Phasen man sich erstmal gewöhnen muss. Fies dabei, einen Checkpoint direkt vor dem Kampf gibt's nicht. Wer versagt, muss sich nochmal bis zum Boss durchkämpfen oder den ganzen Weg an allen Gegnern vorbeirennen. Ein Teil der Faszination von Mortal Shell ist aber sicherlich die mysteriöse Spielwelt. Die steht der kryptischen, aus Itembeschreibung zusammengesuchten Lore-Fetzen von Dark Souls in nichts nach und setzt sogar nochmal einen drauf. Denn über ein Vertrautheitssystem schaltet man die vollständigen Itembeschreibungen erst nach mehrmaliger Benutzung bestimmter Gegenstände frei oder klimpert wie hier deutlich angenehmere Töne mit der Laute vor sich her. Was ich bisher von Mortal Shell gespielt habe, hat mir sehr gut gefallen. Die Stimmung ist melancholisch düster, die Kämpfe knackig und das Charakter- und Gegnerdesign ziemlich stimmig. In dem geradlinigen Demo-Abschnitt gab es allerdings nicht wahnsinnig viel abseits des Hauptweges zu erkunden und ob sich das in der Vollversion noch ändert, ich bin etwas skeptisch. Und obwohl die Kämpfe mit der Harden-Fähigkeit schon jetzt großen Spaß machen, ist das Ganze gefühlt kein so ultra-präziser Hitbox-Porn, wie man das von den From-Software-Spielen kennt. Trotzdem freue ich mich sehr auf das fertige Mortal Shell. Eins steht aber jetzt schon fest. Trotz vier unterschiedlicher Shells mit verschiedenen Spielstilen wird Mortal Shell ein deutlich kompakteres Spiel als etwa Dark Souls, Bloodborne oder Sekiro. Die Entwickler von Cold Symmetry rechnen je nach Spielstil und Erkundungsanspruch mit 15 bis 20 Stunden Spielzeit. Dafür soll Mortal Shell auch nur 30 Euro kosten. Erscheinen soll Mortal Shell im dritten Quartal 2020 zunächst im Epic Games Store für PC, später soll es auch eine Steam-Version und Umsetzungen für PS4 und Xbox One geben. Ab sofort gibt's mit der Open Beta übrigens für alle Spieler kostenlos eine spielbare Version mit mehreren Arealen, einem Bosskampf und zwei spielbaren Shells im Epic Games Store.